Vielen Dank, Thomas. Da Christoph Bertram ja auch anwesend ist, möchte ich ganz bescheiden den Titel Meister der Debatten an ihn zurückgeben. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal in Hamburg gemacht haben. Es ist ein interessantes Format und das sehen Sie auch. Wir haben hier eine Uhr, die tickt. Und jeder Redner, jede Rednerin bekommt eine gewisse Zeit. Wir werden in zwei Runden unsere Debatte abhalten. Jeder der Redner darf erstmal ein Eingangsstatement geben und natürlich eine Position einnehmen zu dem Thema, das wir hier gestellt haben. In der zweiten Runde werden wir diese ursprünglichen Argumente zu widerlegen versuchen. Und in der dritten Runde geben wir an Sie, und es gibt ja viele hier im Publikum, die das Thema gut kennen, auch die, die das nicht so gut kennen, das Thema, können gerne Fragen stellen. Wir versuchen, sie zu beantworten. Und am Ende haben wir noch ein bisschen eine Zusammenfassung. Normalerweise lassen wir auch abstimmen, ob Ihnen das gefällt oder nicht gefällt. Aber ich denke, in diesem Format werden wir einfach Argumente austauschen und ich Ihre Meinung von den Gesichtern ablesen. Ist Chinas wachsende Militärmacht eine Bedrohung für Asien? Das ist unser Thema, wie gesagt. Solche scharf formulierten Fragen sind meistens nicht eins zu eins mit der Wirklichkeit konform. Ja, wieder zurück von der Bühne. Solche Fragen sind in aller Regel überpointiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man damit eine schärfere Debatte, einen schärferen Argumentenaustausch erreicht. So, und jetzt beginnen wir also darüber zu reden. Was heißt unser Thema? Was heißt, ist Chinas wachsende Militärmacht eine Bedrohung für Asien? Da kann man sagen, was ist wachsend, was ist Bedrohung, was ist überhaupt Asien? Und wie gesagt, Kurt Volker, der ein Transatlantiker ist, ein NATO-Mensch, hat heute seine erste asiatische Erfahrung hier auf der Bühne. Der braucht wahrscheinlich da noch Argumente. Oberst Liu Yin kommt aus Peking zu uns, um dieses Thema mit uns zu debattieren. Sie hat sehr viel Erfahrung im Bereich der Wissenschaft und in der Strategie. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, Argumente vorzubringen und auszutauschen, denn ich meine, ich könnte eigentlich diese ganzen Sachen auch mal selber benennen, aber das sollte ich wohl nicht tun. Wir fangen einfach an. Und wir werden das in umgekehrter Reihenfolge tun. Colonel Liu, Oberst Liu, sagt, dass Chinas wachsendes Militär keine Bedrohung für Asien ist und wir geben ihr das Wort. Wissen Sie, wo Kurt Volker jetzt hingegangen ist? Also, erstmal ein Punkt für China. Ah, er kommt aber schon wieder. Dann können Sie gerne anfangen. Oder wir warten, bis er wieder da ist. Er sollte eigentlich anfangen, aber nun gut. Ich habe geredet und geredet. Ich wusste, Sie kommen damit klar und ja gut, dann halten wir unsere ursprüngliche Reihenfolge wieder ein. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Jemand muss auch den Timer stellen. Ich freue mich, zu diesem Thema sprechen zu können. Und ich freue mich auch darauf, dass ich nicht einfach Ja sagen werde. Ja, China ist eine Militärbedrohung. Es ist ein Risiko und wir müssen darauf achten. Das ist mein Punkt. Und ich werde ein paar Faktoren, die dahinter stehen, benennen. Zunächst einmal sind wir alle beeindruckt von Chinas wirtschaftlicher Entwicklung, von der Überwindung der Arbeit für der Armut für Millionen. Wir sind beeindruckt, dass China so eine große Mittelklasse hat, größer als die Bevölkerung vieler Länder. China tut viel für Gesundheitsversorgung und Bildung. Und China hat das Potenzial, eine Großmacht zu sein in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das heißt, wir können sehr optimistisch sein hinsichtlich des Potenzials China. Andererseits müssen wir Tendenzen betrachten. Und hier muss ich sagen, es ist natürlich, dass ein Land mit einer
wachsenden Wirtschaft, einer wachsenden Kapazität, auch ein wachsendes Militär hat. Das ist also ein Faktor, den man an sich gesommen nicht unbedingt als Bedrohung sehen muss. Die Zahlen von 2015 sagen, dass das Militärbudget 145 Milliarden Dollar ausmachen. Offiziell, inoffizielle Einschätzung unter Berücksichtigung der Wissenschaft und der Aufklärungsarbeit beziffern die Militärausgaben um 50% höher. Das heißt, China hat ein Militär, das zweitgrößte in der Welt ist nach den Vereinigten Staaten, drei oder viermal so groß wie das Frankreich etc. Wir haben alle Streitkräfteformationen immer mehr auch Cyberfähigkeiten und Fähigkeiten in der Raumfahrt. Das ist eine große Veränderung, die stattgefunden hat in kurzer Zeit. 1997 war das Militärbudget 10 Milliarden Euro, Dollar in China. 18 Jahre 145 Milliarden. Das sind 15% Wachstum der Militärausgaben pro Jahr bis 2007 von 98 angerechnet. Das heißt ein über 10%iges Wachstum auf alle Fälle. Das selbst für sich genommen ist nicht unbedingt ein Grund für Besorgnis. Das hängt alles ab von der Rolle, die China spielt. Und genau hier wird es schwierig. Wir hatten in Asien relativen Frieden, relative Stabilität in der pazifischen Region, und zwar über lange Zeit hinweg. Es gab Freiheit in der Schifffahrt. Es gab viele Länder, die territoriale Ansprüche gestellt haben auf Inseln etc. Aber das ist bis heute eigentlich relativ friedlich vonstatten gegangen haben. Parallel mit den Militärausgaben, die wuchsen in China, wuchs auch das Selbstbewusstsein Chinas und die Hartnäckigkeit, mit der China Ansprüche erhoben hat auf die Ost- und Südchinesische See, auf Inseln, auf verschiedene Kapazitäten da. Ich meine, China hat solche Ansprüche, andere Länder haben die auch. Man muss dabei sagen, dass keiner in der Region die chinesischen Ansprüche irgendwie unterstützt. Diese Nine Dash Line zum Beispiel hinsichtlich der Luftkapazitäten. China hat gesagt, das ist nichts Neues, dass wir diese Ansprüche stellen. Aber China weitet seine Militärpräsenz aus, um seine Ansprüche durchzusetzen. Und das kann potenziell destabilisierend wirken, kann Konflikte heraufbeschwören, je nachdem, wie China damit umgeht. Wir sehen, dass hier immer mehr Startplätze für die Luftwaffe eingerichtet werden. Die Japaner gehen davon aus, dass jeden Tag von chinesischer Seite der Luft- und Seeraum verletzt wird. Das hören wir von den Philippinen, das hören wir von Vietnam. Wir sehen, dass China hier immer offensiver seine Territorialansprüche durchzusetzen versucht. Es gibt keinen Grund, einzelnen Grund, warum das unbedingt den Status quo verändern muss. Und man muss da jede mögliche Chance nutzen, mit China zu arbeiten. Wir haben gute bilaterale Beziehungen zwischen USA und China. Es ist auch wichtig zu sagen, dass wir die Interessen aller Staaten in Ostasien, Südostasien berücksichtigen und wir versuchen, den Frieden und die Stabilität zu erhalten, die sich herausgebildet hat über Jahrzehnte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und Prinzipien waren eben diejenigen internationalen Abkommen, Seerechtsabkommen und Abkommen über den Luftraum, die es seit Jahrzehnten gibt und die respektiert wurden. Danke, Kurt. Das war eine sehr ausgewogene Sicht zu dieser Thematik. Und jetzt übergebe ich an Oberst Liu Yin. Wir sehen neue Waffensysteme, wir sehen einen neuen Flugzeugträger, wir sehen hier viele Aktionen und vielleicht können Sie uns erklären, was da gerade vonstatten geht. Vielen Dank. Dr. Paulsen, vielen Dank, Herr Ko
Herr Moderator und Mitdiskutant, meine Damen und Herren, ich kann natürlich hier nur für mich selbst sprechen, aber ich werde mein Bestes tun, um zu erklären, damit unser Publikum mehr erfährt über die Verteidigungspolitik und die Militärpolitik Chinas. Meine Position ist ganz klar. Ich möchte sagen, dass das wachsende Militär Chinas keine Bedrohung für Asien darstellt. Mein allgemeines Argument heißt, dass eine friedliche Entwicklung in China viele Gründe auch hat, militärische Kapazitäten zu entwickeln. Das wird aber keine Bedrohung sein, vor allen Dingen nicht für die asiatischen Staaten. Das Militär bei uns muss sich beschäftigen mit Sicherheitsherausforderungen und wir müssen auch gleichzeitig dem weltweiten Trend in der Militärtechnik folgen. Die friedliche Entwicklung Chinas braucht Schutz, Schutz durch die Streitkräfte. Das ist eine wichtige Garantie zur Aufrechterhaltung des Friedens und zur Möglichkeit von Krisenbewältigung. Denn wir leben in einer unsicheren Welt, wo es Ungleichheit gibt und wo auch in den internationalen Beziehungen Probleme bestehen. Und deswegen haben wir Sicherheitsinteressen und wir müssen uns mit traditionellen und nicht traditionellen Bedrohungen beschäftigen. Und deswegen haben wir durchaus Gründe, warum wir Militärkapazitäten ausbauen. Andererseits ist es so, dass unsere Streitkräfte sich entwickeln müssen, um internationalen technischen Entwicklungen zu folgen. Das chinesische Militär ist im Moment einem halbmechanisierten, mechanisierten Zustand und ist noch in vielen Aspekten rückschrittlich. Es wird noch lange dauern, bis wir richtig moderne Streitkräfte haben und die müssen entwickelt werden, damit sie nicht zurückbleiben hinter internationalen Entwicklungen. China hat aber eine koordinierte Entwicklungspolitik für das Militär als Teil der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und unsere wirtschaftliche Entwicklung ist immer die Priorität. Unser Militärbudget macht weniger als 1,5 des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, während in der NATO im Durchschnitt 2% ausgegeben werden. Und die USA geben über 4% aus. Das heißt, die Kräfte werden daraus aufgerichtet, einen Krieg zu verhindern, uns zu verteidigen und ob nun die militärischen Kräfte Bedrohung sind für andere Länder, das kann man beurteilen, nicht nur anhand der Kapazitäten, sondern an der Verteidigungspolitik, der Militärpolitik, die das Land hat. Wir haben sehr viele Traumata erlebt in China seit 1814. China war Opfer der Aggression, der Kolonialisierung und unsere Souveränität wurde verletzt und die Menschen wurden abgeschlachtet, wurden versklavt. China hat gelernt aus der Geschichte und hat dabei gelernt, wenn man rückständig ist, ist man angreifbar. Wir haben eine Landgrenze von 22.000 Kilometer und eine Küstenlinie von 18.000 Kilometern. China ist das einzige große Land, das bislang noch keine nationale Einigung erreicht hat, obwohl wir glücklich sind zu sehen, dass Xi Jinping und Ma Ying-jeou aus Taiwan sich getroffen haben und hier positiv über unsere Beziehung gesprochen haben. Wir haben immer noch taiwanesische separatistische Kräfte bei uns. Die sind ein großes Problem, eine Bedrohung für unsere friedliche Entwicklung. Deswegen muss China die eigenen Kapazitäten ausbauen im militärischen Bereich. Sind wir damit eine Bedrohung? Auch das ist wieder nicht die Frage der Fähigkeiten, sondern die Verteidigungspolitik. Die Strategie ist wichtig. Starke Streitkräfte, geleitet durch eine nicht aggressive Politik, sind keine Bedrohung. Eine kleine Streitmacht mit aggressiver Verteidigungs- und Militärpolitik ist eine Gefahr. Und in den 90er Jahren haben wir
es gesehen zwischen Irak und Kuwait. Wir in China wollen bereit sein für schwierige Szenarien, wie jede Streitkraft das sein möchte. Aber unsere Strategie sagt, dass wir nicht angreifen, wenn wir nicht angegriffen werden. Wir haben uns immer verantwortlich verhalten und haben mitgewirkt an der Erhaltung internationalen Friedens. Und wir wollen auch unsere Streitkräfte aufbauen, um in der Globalisierung internationale Verantwortung übernehmen zu können, unsere Interessen zu verteidigen. Und das ist heute nicht mehr möglich für Länder alleine. Es geht nur, indem man zusammenwirkt und nicht, indem man sich einseitig auf militärische Stärke verlässt. Deswegen sind wir bereit, mit allen Ländern zu arbeiten, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Hier erwähne ich zum Beispiel die Tatsache, dass wir der größte Beitragszahler der großen Länder in der UNO sind für die Friedensmissionen. 33.000 Soldaten und Offiziere haben wir entsandt in 34 Friedensmissionen der UNO. Seit 2008 hat die Marine 21 Gruppen entsandt für Maßnahmen gegen die Piraterie. Und deswegen ist das chinesische Militär durchaus gezwungen, sich auch weiterzuentwickeln, um Frieden, Wohlstand und Sicherheit für die Asia-Pazifik-Region zu sichern und für die Welt damit insgesamt. Dankeschön. So, also die Diskutanten versuchen sogar ihr positiven Zeitkonto hier entsprechend zu verbessern. Also Sie können das jetzt entsprechend beantworten, Volker. Und was ich interessant fand, die Natur der Verteidigungspolitik und die Geschichte. Also ich möchte da nochmal dazu etwas sagen und ich möchte an vier Punkten etwas sagen. Und zwar, erstmal ist es so, dass ich glaube, es mag richtig sein, dass es mehr Modernisierung und Entwicklung gibt, die China durchführen würde. Mit dem Militär hat es schon erstaunlichen Fortschritt technologisch und organisatorisch erreicht. Also das ist wirklich eine ernsthafte militärische Kraft heute. Es ist nicht etwas irgendwas in der Zukunft. Nein, und was also die Ausrüstung und die Soldaten anbelangt. Also China kann da gut sich gut fühlen. Es muss nicht denken, dass sie immer noch schwaches Militär haben. Nein, sie können da sich gut fühlen. Und zweitens, ich möchte doch eine Sache aufgreifen, die Kollegin benutzt hat. Nationale Einheit, also das ist die ein Land, was noch keine nationale Einheit erreicht hat. Das ist schon ein interessanter Punkt. Und zwar gibt es zwei Szenarien, wo man also sich vorstellen kann, dass China also in einem Konflikt ist in Asien. Und zwar erstens ist es eine Auseinandersetzung mit Nachbarn über die Inseln, die China für sich beansprucht, auch die Nachbarn sie für sich beanspruchen. Und zweitens, was Taiwan anbelangt. Und wir haben ein China und eine China-Politik, die wir entsprechend anerkennen und jeder in diesem Raum tut das. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir eine de facto Separation haben und Frieden, der über lange Zeit erreicht wurde. Wenn das herausgefordert wird durch China direkt, in Frage gestellt wird, da kann man also ernsthafte Konflikte bekommen in der Region. Und wir hoffen alle, dass wir das vermeiden können, dass der Dialog mit der taiwanesischen Regierung weitergeht. Eher als dass man militärische Schritte unternimmt. Drittens finde ich das sehr gut. Mein Kollege hat gesagt, was über die Selbstverteidigung, also die Frage, Stefan, über die Militärdoktrin. Also das Thema selbst der Verteidigung kommt natürlich aus Disputen, was also nationales Territorium angeht und nationales Luftraum und Seeraum angeht. Und China sagt, dass die südchinesische See und die Inseln China angehören. Und da gibt es andere Länder, die sagen, dass das internationales Land ist und oder sein eigenes Territorium ist. Und das könnte als eine Bedrohung angesehen werden. Und wenn China da reagiert, könnte natürlich auch ein Konflikt entstehen. Da sollen wir dann besorgt sein. Schließlich, der vierte Punkt ist etwas schon, was ich schon gesagt habe. Und das ist, das meiste davon ist nicht neu.
Also die verschiedenen territoriale Ansprüche, die Ansprüche auf den Seeraum und die Präsenz des US-Militärs, des chinesischen Militärs und anderen Militärkräfte in der Region ist nicht neu. Aber was neu ist, und das ist wirklich über die letzten 20 Jahre entstanden, und zwar die Größe des chinesischen Militärs und wie sie dann entsprechend die Aktivitäten des Militärs entsprechend mit den territorialen Ansprüchen verknüpft. Also als Beispiel kann ich Ihnen das geben. Wir hatten ein militärisches Seemanöver haben und da sind wir durch einige dieser Gewässer gefahren, und das hat die USA gemacht und andere Nationen schon gemacht seit Jahren. Und jetzt gab es eine stärkere Reaktion aus China, weil es diese territorialen Ansprüche kommt. Und da kommt das Risiko für die Zukunft her. So, vielen Dank, Herr Volker. Lu Yin. So, ich denke, oft ist die Frage gestellt worden über die chinesische Bedrohung und die Anstrengung, den Status quo zu verändern. Ich möchte Beispiele geben. Ich möchte nicht argumentieren, dass China also den Status quo nicht verändern möchte, aber es ist eine ordentliche Reaktion auf ein Land, die erst den Status quo verändert hat. Da muss man natürlich auf unserem eigenen Territorium reagieren. Also wie zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also einige Länder in der südchinesischen See haben also auf bestimmten Inseln und Korallenriffs da Bauten unternommen. Und da gibt es, und das haben wir seit mehr als 20 Jahren, solche Aktivitäten. Also Vietnam zum Beispiel, dort in diesen Inseln haben die besetzt, also 20.000 Quadratmeter besetzt. Und einige davon haben schon Raketen und Waffen stationiert. Und das ist ein Fakt. Und wie die internationale Gemeinschaft darauf reagiert, ist das vielleicht, also wenn einige Länder sagen, dass chinesische Inseln und die Bauten auf den Riffs eine Bedrohung darstellen. Also wie gesagt, der Bau von Inseln ist natürlich eine weitere Frage, die man ansprechen muss als ein Thema, dass also der Status quo verändert worden ist. Aber die große Frage ist natürlich eine Frage der Quantität eher als Qualität. Also und China hat natürlich ein schnelles Wachstum, aber von einer logischen und juristischen Seite aus wird diese Geschwindigkeit oder der Status das nicht ändern. Und Leute sollten nicht überrascht sein durch die Geschwindigkeit der Chinesen. Seit der Eröffnung hat China von einem sehr unterentwickelten Land sich entwickelt zur zweiten Kraft oder zweiten Wirtschaft in der Welt. Also das ist, und das waren in 30 Jahren haben wir das geschafft. Also da sollten Sie nicht überrascht sein, dass China eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legt. Vielen Dank für diese einleitenden Bemerkungen. Jetzt können Sie, das Publikum, teilnehmen oder ich, wenn keiner von Ihnen eine Frage stellen möchte. Aber ich kann die ersten Fragen hier annehmen. Ich denke, wir haben Mikrofone im Saal. Wir fangen mal hier am Anfang hier vorne an, und wir werden zwei, drei Fragen erstmal sammeln. An beide, aber an China zuerst. Ist China bereit, den Internationalen Gerichtshof anzurufen, um entsprechend diese Fragen zu, also was also die Seethemen angeht, also das ist die Frage, internationales juristisches Rahmenwerk, das ist wichtig. Ich bin Gua Gilani, und meine Frage geht an Oberst Lu Yin. Also sieht China eine Rolle für sich selbst,
in Kaschmir zum Beispiel in der Region und was also das Klima der Intoleranz anbelangt, also dass man Leute verfolgt, die Rindfleisch verändert, Rindfleisch essen. Was war die Frage? Es tut mir leid, ich habe das nicht verstanden. Okay, die Frage ist, dass China also in Kaschmir, also zwischen Indien und Pakistan, entsprechend die Konflikte zu lösen. Okay, also eine weitere Frage. Stefan Biering, die Universität von Regensburg. John Boehner, der aus den USA, er hat gesagt, ein Führer ohne die ohne Unterstützer ist ein Mann, der einen Spaziergang unternimmt. Also wer unterstützt Sie außer Nordkorea? Vielen Dank. So, also erstmal, ich komme auf Sie zurück, aber erstmal beantworten wir bitte diese Fragen. Sie nehmen die, beantworten die Fragen? Ich nehme die drei Fragen. Ja, die Fragen an Sie gerichtet. Ja, alle diese Fragen waren an mich, das waren gute Fragen. Und die erste Frage, da ging es um, warum China nicht den Internationalen Gerichtshof akzeptiert. Ich denke, da haben Sie recht. Der Internationale Gerichtshof, zum Beispiel der Internationale Gerichtshof und andere internationale Tribunale für das Seerecht, die können natürlich auch entsprechend als Schiedsrichter hier fungieren. Aber bis jetzt haben wir noch keine Vereinbarung getroffen durch friedliche Mittel. Und 2006 hat China die Vereinten Nationen schon informiert, dass es nicht den Schiedsspruch akzeptieren würde, bis entsprechend Artikel 289 erfüllt werden würde. Und selbst für die Philippinen war das so, dass die Philippinen alle Möglichkeiten schon genutzt hat, um sich entsprechend mit China zusammenzusetzen, was die territorialen Ansprüche anbelangt. 2014 war das so, dass die Philippinen zum Beispiel das erste internationale Seerechtsabkommen unterschrieben mit Malaysia. Und das war 20 Jahre der Verhandlung. Und das zeigt, dass Philippinen noch nicht alle diplomatischen Kanäle ausgeschöpft hat. Und soweit ich weiß, war das in 2010 so, dass China vorgeschlagen hat, der philippinischen Regierung, also bilaterale Mechanismus entsprechend einzurichten, über maritime Themen zu sprechen. Und 2012 hat China noch vorgeschlagen, diesen Mechanismus des der Vertrauensbildung zwischen unseren zwei Ländern wieder entsprechend anzuschieben. So, also Philippinen und die philippinische Regierung hat China dann entsprechend zu einem Schiedsgericht gebracht und wir haben, das war überraschend für uns und andere asiatische Länder, es ist keine sehr weise Herangehensweise der philippinischen Regierung, dieses Problem so anzugehen. Und für, was die chinesische Regierung anbelangt, ist es so, dass wir uns rational und im juristischen Rahmen bewegen. Die andere Frage, also die Themen über Südostasien im Allgemeinen, die Konflikte in Südostasien. Gut, die südchinesische Xi sollte ein Beispiel auch für die territoriale Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan sein. Die Situation ist natürlich anders, aber für die Politik ist es sehr wichtig, die Verhandlungskanäle offen zu halten und das Beste zu unternehmen, um zu sprechen, miteinander zu sprechen. Und es ist nicht europäisch, der europäische Weg bis zum Tod zu verhandeln und zu sprechen, aber es ist wirklich ein guter Pfad, also wirklich immer wieder zu sprechen, bis selbst wenn es ein sehr schwieriger Weg ist. Und das ist das einzige Beispiel, was ich Ihnen geben kann. Und es sollte ein Beispiel sein. Und
dass es ein Zweikanal herangehen für die südchinesische See. Und das wurde vorgeschlagen durch die chinesische Regierung, also um hier die freie Schifffahrt zu garantieren und eine friedliche Umwelt in der südchinesischen See zu schaffen durch die asiatischen Länder und die Auseinandersetzung bilateral zu lösen. Das ist unsere Herangehensweise. Und die dritte Sache, es sieht so aus, erstmal, dass Sie recht haben, dass wir nur eine unterstützende Land haben. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Also wenn Sie sich das anschauen, die Entwicklung der Kraft von China als Land und Wirtschaft, einerseits gibt es natürlich Verdacht über die chinesische Bedrohung. Aber andererseits ist es so, dass wir auch Vertrauen haben in die Softpowers von China, selbst wenn wir diese nicht einsetzen können, ordentlich, manchmal ist das so. Und auch ist das weiterhin ein Prozess, dass die internationale Gemeinschaft verstehen sollte, dass China auf eine asiatische Art und Weise daran geht. Wie sieht es mit der amerikanischen Art der Allianzenbildung aus? Washington ist ja überhaupt nicht scheu gewesen, sich an die Nachbarn zu wenden in der jüngsten Zeit. Ihre Bemühungen mit Tokio, mit Vietnam, mit den Philippinen sind ja bemerkenswert. Sie haben ja dann sofort enge Beziehungen. Das heißt, versuchen Sie jetzt eine Gruppe zu bilden, also irgendeine Gangbildung würde ich da vielleicht hier nicht sehen, und unsere Beziehung zu Japan gehen zurück auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch mit den Philippinen haben wir ähnlich lange Beziehungen. Ich meine, was wir jetzt gesehen haben, zeigt ja, dass China mehr und mehr seine eigene Sicht nach vorne bringt. Ist klar, dass es chinesische Sicht ist. Aber wenn diese Sicht nicht nur vorgetragen wird, sondern auch militärisch präsentiert wird, dann machen sich unsere Alliierten in Asien natürlich mehr Sorgen. Die haben sich darauf verlassen, dass die USA hier eine Rolle übernimmt, das Ganze in der Balance hält. Und die chinesische und die süd- und ostchinesische See offen hält, und Japan, Südkorea, Philippinen haben sich immer mehr jetzt ausgesprochen für eine stärkere US-Präsenz in der Region. Sie haben etwas gesagt über die Territorialstreitigkeiten. Ich meine, was diese Streitigkeiten betrifft, da haben wir keine klare Position, beziehen wir nicht, aber wir haben natürlich Probleme mit einer möglichen militärischen Lösung dieser Streitigkeiten. Wenn das jetzt dazu führt, dass man anderen Ländern keinen freien Zugang zu der See gewährleistet, dann wäre das eine direkte Besorgnis. Und das haben wir uns auch ganz klar als Position geäußert. Und ich denke, hier müssen die Länder in Asien selbst eine Lösung finden, die wir natürlich als vernünftige Lösung akzeptieren würden. Im letzten Fall ist es aber so, dass China häufig von seinen Nachbarn nicht so positiv gesehen wird, und es gibt auch immer mehr Besorgnis in Asien darüber, wie geht das weiter mit China. Nächste Fragerunde bitte. Danke, ich habe eine Frage an Herrn Volker. Dass China eine Armee, Streitkräfte braucht, wurde natürlich auch schon erwähnt. Es gibt da auch, denke ich mal, Elemente innerhalb der Gesellschaft. Aber Sicherheitsbedrohungen für China sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand China angreifen will. Also insofern kann man vielleicht nur das Argument gelten lassen, dass eine Weltklasse-Wirtschaft auch eine wunderbare Streitkräftesituation haben will. Wir haben wirtschaftliche Interessen, die haben andere, aber auch gerade im Bereich der Fischereiwirtschaft. Risiken sehe ich hier eigentlich nur, dass China fast das ganze südchinesische Meer für sich beansprucht. Und das wäre eine Gefahr für die freie Schifffahrt. Dann haben wir Taiwan 1000 Mittelstreckenraketen
richten sich auf Taiwan und China hat die Vereinigung mit Taiwan hier im Blick und dann hat China ebenfalls Anspruch erhoben auf Gebiete, wo auch Japan und Südkorea Anspruch erheben. Also wenn man diese Risiken sieht, wo ist bei Ihnen die Schwelle? Wo denken Sie, können die Risiken ausarten in Kampfhandlungen? Vielleicht ist es so, dass die Vereinigten Staaten hier gezwungen werden, irgendwann einzugreifen. Nur dann, denke ich, sehen wir tatsächlich die Gefahr, dass Streitkräfte zum Einsatz kommen. Kurze Reaktion, wir haben noch sehr viele Fragen. Bei bewaffneten Konflikten, was denken Sie, würden Ihre europäischen Alliierten tun? Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Oberst Lien. Sie haben gesagt, dass China sich der Bestimmung der UNO-Seerechtskonvention bedient hat und den Internationalen Seegerichtshof nicht anerkennt. Wie sieht man in diesem Licht die militärischen Aktivitäten? Ich meine, nächste Frage. Frage an Botschafter Volker. Sie haben Bewunderung geäußert hinsichtlich der wirtschaftlichen Transformation in China und China ist immer mehr dabei, wirtschaftliche Stabilität global zu befördern. Ich dachte, der Moment ist eigentlich gekommen. Man hat die Möglichkeit, jetzt die Stärke Chinas zu sehen, nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit zur Förderung internationalen Friedens und internationaler Sicherheit. Da hätte ich gerne Ihre Sicht dazu. So, wir haben viele Fragen, wenig Zeit und deswegen denke ich, nehmen wir gleich noch mehr Fragen auf und versuchen sie summarisch zu beantworten im Rahmen unserer Abschlussstatements, die wir, denke ich, mal ein bisschen verlängern werden. So, jetzt hier sind noch einige Fragen. Meine Frage richtet sich an Oberst Liu. Welche Rechtsgrundlage nutzt China, um zu sagen, dass sie 9,9 Bestimmungen aufrufen? Sie sind ja weit weg von der Hainan-Insel. Also was ist die Rechtsgrundlage für Ihre Ansprüche, die Sie aufgemacht haben? Ja. Die meisten meiner Fragen gehen an den Herrn Botschafter. Sie haben einige Details erwähnt, wie die Militärausgaben aussehen. Das ist natürlich kein neues Argument. Ich würde aber auch sagen wollen, selbst wenn wir das berücksichtigen, sind wir immer noch schwach. Wenn man an die Ausgaben Japans und USA denken im Militärbereich, wir wissen, dass Japan Hightech-Land ist, auch mit Hightech-Militär. Also da China schwächer ist, denke ich, muss China weiterhin auch aus Sicherheitsinteresse heraus eine defensive Politik betreiben. Das Hauptproblem ist das Fehlen politischen Vertrauens zwischen China und den USA. Vor einigen Jahren hat China politisches Vertrauen gesucht in China, einfach um eine Partnerschaft zu begründen, so wie es im Moment ist, auch zwischen China und Europa. Washington wollte das nicht und in jüngsten Jahren hat China nun hier neue Beziehungen angestrebt zwischen den großen Ländern. Und wir sehen, dass Washington nach wie vor nur sehr vorsichtig auf China zugeht. Das heißt, dieses fehlende Vertrauen zwischen den beiden Ländern, wie könnte man das nur China in die Schuhe schieben?
Wie könnte man China sagen, ja, China darf militärisch nicht mehr ausgeben? Warum baut China seine Streitkräfte aus? Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich China sich nicht sicher fühlt unter dem Druck der USA und Japans. Also meine Frage an den Botschafter. Würden Sie sagen, es sei angemessen, China irgendwo einen Standard aufzuzwingen hinsichtlich der Höhe der Militärausgaben? Und wie könnte man Vertrauen ausbauen? Letzte Frage jetzt von dieser Seite hier. Dinge zu Tode zu reden, Frau Oberst, das ist wirklich typisch für Europa. Können Sie uns etwas sagen? Wie passieren die Verhandlungen zwischen der Partei und der Befreiungsarmee zu strategischen Fragen? Es ist ganz klar, in China trifft die letztendliche Entscheidung die Partei. Aber wie sind die zivil-militärischen Beziehungen? Herr Botschafter, was würden Sie tun, wären Sie zuständig für die Streitkräfte in China? Ja, wir sind schon völlig aus dem Zeitraum, und haben viele Fragen. Ich würde Sie also bitten, mit Ihren Schlussargumenten auch gleich die Beantwortung der Fragen zu verbinden. Ich gebe Ihnen ein klein bisschen mehr Zeit, aber wir fangen einfach mal an. Vielen Dank. Danke für die Fragen. Ich denke, die gemeinsame Bedrohung, die ich hier sehe in all diesen Fragen, und das ist auch meine Antwort. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, im Blick auf die Wahl, die China treffen kann. Es sind nicht viele Dinge, die von außen auf China zustreben, sondern es sind Dinge, die China eigenständig macht. Es ist eine wachsende Wirtschaftsmacht, eine wachsende Militärmacht, hat mehr Möglichkeiten und kann sich selber aussuchen, welchen Pfad es einschlägt. Das geht ein auf Ihre Wirtschaftsfrage und auch auf Ihre militärische Frage hier aus dem Publikum. Hier würde ich einige Dinge sagen wollen. Erstens, ich stimme Volker Stanzel vor. Sie haben ganz klar die Punkte ausgesprochen hinsichtlich der Risiken. Das Risiko ist, dass es einseitige Aktionen von China gibt, militärisch gesprochen, die die Situation ändern können. Wo ist das Risiko von Konflikten? Was würde die USA machen? Ich würde antworten, die USA wird das machen, was sie immer gemacht haben. Wir haben eine Präsenz in Asien, die wollen wir beibehalten, und die bezieht sich auch auf die Freihaltung internationaler Luft- und Meeresräume. Und da sehe ich auch keine Konfliktpotenziale, es sei denn, China schafft sie auf militärischem Wege. Also, das ist eine Wahl, die China treffen kann, und wir hoffen, dass es sich nicht für militärische Eskalation einsetzt. Das heißt, wir werden immer dafür sein, dass China weiter sich entwickelt, weiter wächst, ohne Konflikt. Zweitens, wirtschaftliche Frage. Es ist ganz klar, wir brauchen immer mehr Kooperation global, immer mehr Konvergenz. Das ist allerdings nicht immer für China das Hauptprinzip gewesen. Da gab es immer gemischte Prinzipien, da gab es Währungsfragen, eine Abwertung der Währung, da gab es Fragen des Wettbewerbs um Ressourcen, bilaterale Verträge, um Ressourcen an sich zu binden. Es gab den Handelswettbewerb, und wir haben das verspürt, und auch Europa. Viele Arbeitsplätze gingen verloren aufgrund der billigeren Arbeitskräfte in China. Da gibt es also Reibungspotenzial, und wir müssen weiter zusammenarbeiten, damit wir ein globales, liberales, faires Handelssystem erhalten zum Nutzen aller Länder. Dafür stehen wir ein, und das gibt auch die Möglichkeit, mehr Kooperation für Stabilität zu entwickeln, je nachdem, wie China sich entscheidet. Was nun China betrifft als schwächere Macht in Asien, die sich sicherer fühlen muss, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe keine Bedrohung für China seitens asiatischer Länder oder seitens der USA. Niemand bedroht China. Es ist natürlich, dass eine wachsende Macht, eine starke Wirtschaftsmacht auch stärker
ihr Militär ausbaut, um das Territorium schützen zu können vor jeden möglichen Risiken. Das sehe ich nicht als Bedrohung, wie ich eingangs gesagt habe. China muss sich nicht unsicher fühlen. Wenn man China und Japan vergleicht, so ist die Militärausgabe Chinas dreimal so hoch wie die Japans. Und es geht immer mehr um Hightech und diese neuen militärischen Fähigkeiten. Vielleicht fühlen die Chinesen selbst, dass sie schwach sind aufgrund ihrer Geschichte, aber es ist nicht die Realität des heutigen Tages. Und deshalb sind Japan, Südkorea und die Philippinen so stark an der US-Präsenz interessiert, damit ein Gleichgewicht erhalten bleibt. Abschließend, wäre ich zuständig für die Verteidigungspolitik Chinas, was würde ich anders machen? Ich würde zwei Dinge machen. Das wird natürlich nie praktisch passieren, aber ich würde Chinas militärisches Wachstum entkoppeln von den umstrittenen Territorialansprüchen. Ich sage hier nicht, China muss alle Ansprüche aufgeben. Natürlich hat jeder irgendwo Territorialansprüche. Sicher auch die USA hat dann noch ihre Auseinandersetzung. Aber man sollte das Ganze demilitarisieren. Das Zweite, was ich machen könnte, ist den Nachbarn eine Versicherung geben im Wege gemeinsamer Manöver, Kooperation, Teilnahme an internationalen Missionen, dass man an einem Strang zieht. China hat angefangen, das zu tun und das muss ich anerkennen. Und meine Kollegin hat es ja erwähnt, UNO-Missionen wurden von China mit bestückt. Aber mit so schnell wachsendem Militär ist es ganz verständlich, dass die Nachbarn sich beunruhigt fühlen. Und alles, was China machen kann, um eine Rückversicherung zu geben gegenüber den Nachbarn, wäre ein weiser Schritt. Um es noch einmal zu wiederholen. Es hängt alles davon ab, was China entscheidet. Es ist nicht so, dass von außen die Dinge auf China zurollen. China entscheidet frei und es liegt an Peking, den Gang der Dinge in die richtige Richtung zu leiten. Also denken Sie als Amerikaner noch einmal und fragen Sie über die, stellen Sie noch mal Überlegungen an zu Vertrauen. Was können die Amerikaner anbieten? Also ich denke darüber nach und hätte nicht gesagt, dass es ein fehlendes Vertrauen gibt. Ich glaube, wir haben eine robuste Beziehung mit China, wir haben eine strategische, einen wirtschaftlichen Dialog, wir haben Präsident Xi und Peking-Kommandeur war da. Also es gibt großen Austausch, Militärbesuche miteinander. Aber es ist nicht so sehr das Fehlen von Vertrauen, als dass es dass wir da nicht übereinstimmen in bestimmten Themen. Das ist aber normal. Und worüber wir uns Sorgen machen, ist, dass das vielleicht auch eine Militarisierung dieser Auseinandersetzung geben könnte. Und das könnte Instabilität und Konflikte. Es ist nicht die Frage des Vertrauens, sondern dass wir bestimmte Themen, wo wir nicht übereinstimmen, dann entsprechend das managen. Also vielen Dank, Henry Lujan. 4 Minuten oder mehr, wenn Sie wollen. Viele Fragen, die Sie beantworten müssen. Vielen Dank, Stephen. Schnelle Reaktion auf Herrn Volkers Anmerkung. Ja, ist richtig. Alles ist möglich für eine aufstrebende Macht. Also die chinesische Regierung muss also hier Vertrauen haben und entsprechend sich klug verhalten. Und die Fragen von dem ersten oder zweiten Publikumsteilnehmer, also man muss also die Frage stellen, ob die freie Schifffahrt beeinflusst wird durch Chinas Forderungen oder wollen Sie über die sehr spezifischen internationalen juristischen Themen sprechen? Also wenn man ein Problem hat mit dem internationalen Recht. Da muss ich sagen, ich bin kein Experte im internationalen Recht, aber ich habe schon von verschiedenen Experten gelernt, die also da zu internationalen Gericht entsprechend oder Recht forschen. Da kann ich Sie vielleicht später da beantworten, diese Frage. Und also selbst wenn chinesische Inseln gebaut werden, ist es um 50% der Handelsflotte durch die südchinesische See, und zwar jedes Jahr, und es gibt keinen einzigen Bericht, dass diese Schiffe irgendwie behindert werden durch Probleme, die also hier
von China ausgehen, was die freie Schifffahrt anbelangt. Also zweitens, die südchinesische See umfasst etwa 3,5 Millionen Quadratkilometer und das Land, das der 200 und mehr Inseln sind nur 20 Kilometer groß. Können Sie das mal vorstellen, dass die freie Schifffahrt dabei negativ beeinflusst wird? 40% der Waren auf dem Schiffswege und 40% der Energieressourcen gehen durch den südchinesischen Seeweg. Und China verlässt sich sehr auf den Seehandel, um die Wirtschaft wachsen zu lassen. Ist natürlich China auch daran interessiert, dass die Freiheit der Schifffahrt behalten wird in der ganzen Welt. Und jeder hat natürlich einen Vorteil aus dieser freien Schifffahrt, nicht nur wir. Die chinesische Regierung ist ein großer Unterstützer der freien Schifffahrt und wir würden nie das entsprechend behindern, weil das nicht im Interesse Chinas wäre. Und also ich möchte noch einmal eine kurze Anmerkung machen über die vielleicht über die den kürzlichen Fall. Ich muss das schon anmerken, weil eine der Zwecke des Baus der chinesischen Inseln ist, dass sie also Hilfe bei der Schifffahrt leisten, also zum Beispiel Leuchttürme und so weiter. Und das hilft natürlich der freien Schifffahrt in der südchinesischen See. Aber die US-Marineschiffe haben entsprechend sich wegbewegt von den normalen Schifffahrtsrouten, und zwar um sich zu nähern diesen Inseln von China. Und das kann natürlich nur als militärische Provokation entsprechend gewertet werden. China gegenüber, von meiner Perspektive aus, denke ich, dass die US-Regierung also Smart Power entsprechend betont. Aber ich denke, das war nicht sehr klug von der US-amerikanischen Regierung. Neidischlei. Also ich möchte empfehlen, und zwar einen professionellen Artikel nach dieser Veranstaltung, um Leidischlei zu erklären. Und ich kann Ihnen diese Erklärung geben. Neidischlei hat schon seit oder existiert schon so, seit mehr als 60 Jahren. Und ich denke nicht, dass ein historisches Recht und Titel nicht Teil des internationalen Rechts sind. Und also die Beziehung zwischen den Unternehmen und es ist eine sehr positive Frage. Und ich denke, es bezieht sich auch auf das Vertrauen und die vertrauensbildenden Maßnahmen. Aber von der asiatischen Perspektive ist die Vertrauensbildung eine Erfahrung europäischer Länder. In asiatischen Ländern haben wir so etwas nicht, diese Institutionen zur Vertrauensbildung. Da müssen wir Vertrauen bauen, und zwar als ersten Schritt. Und wie können wir das entsprechend umsetzen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen? Also, multilateralen Beziehungen, also das ist, wir schauen uns die bilateralen Beziehungen an und wir haben mehr als 20 Konsultationskanäle mit verschiedenen Ländern, also mehr als 20 verschiedenen Ländern haben wir diese also Verteidigungskonsultationen und Kanäle und wir haben bilaterale und multilaterale militärische Übungen und das ist eine sehr praktische Erfahrung. Und wir nennen es IDM plus 10 asiatische Länder plus 8 Ländern. So haben wir dort sehr praktische Kooperation zwischen den verschiedenen Ländern. Also ich denke, das ist die spezifische Art und Weise, Vertrauen zu fördern unter dem Militär. Und auch so kann man also unter verschiedenen Ländern ein Vertrauen bilden, was die Sicherheits- und Militärfragen anbelangt. Ich selber versuche
das zu tun, mein Bestes zu tun, dieses zu befördern. Vielen Dank, das haben Sie in der Tat getan. Ich möchte Sie dann nochmal, also was die PLA und die Parteiausschüsse anbelangt, das können Sie dann direkt mit dem Herrn besprechen in der Pause. Und zwar, das ist schon seltenes Ereignis, dass wir chinesisch-amerikanische Beziehungen in Berlin diskutieren können. Wir haben eine Kaffeepause und Helmut Schmidt und Deng Xiaoping ist dann einfach mal rauchen gegangen. Vielen Dank.